Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Ranch Simulator. Ja, wir haben ja in der letzten Folge hier das Ding fertig gebaut. Tür ist drin, Fenster sind drin, Etagen sind drin. Den Brunnen müssen wir ja noch fertig bauen. Ich glaube, das nehmen wir jetzt als erstes in Angriff. Das heißt, da müssten wir... Ich gucke mal, ob hier Eier liegen. Futter ist noch da, Wasser ist noch da. Und die Hühner sollten ja drankommen. Kann ich den Deckel oben auf? Oh, cool. Kann ich die aufnehmen? Nee, kann ich nicht aufnehmen. Okay, da hätte ich die mit reinsetzen können. Hätte ich das mal früher gewusst. Naja, egal. Sieben. Ach, jetzt sieht man auch, wie voll die sind. Sehr gut. Gut. Ja, wir lassen die Hühner ja eh immer raus. Und dann passt das auch. Eier liegen hier keine. Dann brauchen wir Zement. Dann holen wir mal ein bisschen Zement. Und dann müssen wir mal gucken, was wir als nächstes machen, ne? Ich weiß gar nicht, wie man hier an die Quests kommt. Oder ob es noch welche gibt. Da bin ich gerade überfragt. Upsala. Da steht einsam und verlassen ein Schild auf der Straße und wir treffen es natürlich. Hier mussten wir, glaube ich, hin. Genau, da ist der Baumarkt. So. Verkaufen tun wir hier nichts. Aber Zement kann ich hier kaufen. Hier gab es auch einen Automaten, oder? Genau, einen Automaten. Holzplanken können wir verkaufen. So ein Anhänger wäre irgendwann mal nett, aber da haben wir jetzt gerade kein Geld für. Wir nehmen mal das hier. Rasentrecker brauchen wir mal irgendwann. Ja, Milchkanne, Fleischwolf. Alles erst später. Elektroschocker. Wurstspritze, Ovoskop. Solange wir keinen Hahn haben, brauchen wir das auch nicht. Eimer, Hammer. Laptop, Rasenmäher. Ist alles nicht verfügbar. Okay. Ja, wir haben alles, was wir brauchen. Vielen Dank für Ihren Einkauf. So. Dann laden wir das gute Stück mal auf und fahren wieder heim. Ich bin in die falsche Richtung unterwegs, oder? Nee, die Richtung müsste stimmen. Ja, geht die Berge hoch. Genau, passt ja. Das passt ja nicht. Hä? Ach, da fahre ich lang. Oh, okay. Doch falsche Richtung. Völlig falsch. Hier müssen wir lang. Ups. Ja. So, und Auto wieder aufstellen. Die Richtung stimmt jetzt.
Ja, die Fahrweise oder die. Es fährt sich nicht so einfach, der Wagen. Einfach bedingt durch die extrem hohen Federwege, die er oder langen Federwege, die er hat und eher weiche Federung. Und dann Steuerung mit Tastatur. Nicht so easy. So, jetzt können wir aber den Brunnen schon mal bauen. Und dann sind wir da nämlich auch fertig. Tatsächlich, wir brauchen tatsächlich 50 Zement dafür. Holla. So. Dann kann uns nichts mehr passieren, wenn das Ding hier leer wird. Passt. Also, wir haben Brunnen, wir haben einen Hühnerstall. Wir bräuchten noch ein paar mehr Hühner, ne? Dass wir da ein bisschen Geld verdienen. Ansonsten kann ich nämlich nur über die Jagd. Das können wir jetzt noch ein bisschen machen. Können wir uns nur über die Jagd finanzieren? Oder wir könnten halt Bretter sägen, aber bringt jetzt auch nicht so viel, ne? Jetzt kann man überlegen, wo habe ich denn die Bären gesehen? Weil die wären natürlich zum Jagen, bringen die jetzt halt am meisten, wenn man sie trifft. Ich speichere gerade mal. Das müsste eigentlich hier gehen, genau. So. Sicher ist sicher. Ich meine, die Bären waren die Richtung irgendwo. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher. Ich weiß, dass das schon welche, wir haben ja sogar schon einen erlegt. Also es gibt definitiv Bären und wir haben auch mal irgendwo welche gesehen. Ich bin mir nur nicht gerade ganz sicher, wo das war. Da ist das. Sehe ich auch, was das für ein Jagdgebiet ist? Ne, Public Hunting. Nur, dass es ein Jagdgebiet ist. Aber nicht was für eines. Müssen wir einfach mal die Augen ein bisschen offen halten und hoffen, dass wir eventuelle Bären sehen, bevor sie uns sehen. Wobei im Auto werde ich ja wahrscheinlich immer noch aus. Abhauen können. Da ist auf jeden Fall mal ein Reh. Was dort lang springt. Zwei sind da sogar. Sehr gut. Zweimal Reh, das ist doch schon mal nicht verkehrt. Hab übrigens eben nicht bremsen können, also ist nicht wirklich langsamer geworden, das Fahrzeug. Oder nur ein bisschen. So, da haben wir zumindest ein bisschen was, das wir verkaufen können, ne? Immer noch ein paar jagen. Können wir da durchaus ein bisschen Geld mit verdienen. So, ich könnte eigentlich gerade mal nachladen, dass wir geladen haben, wenn jetzt was kommt. Und nicht erst noch laden müssen. Du.
Wo sind wir denn? Dort. Da ist nochmal ein Reh. Das können wir auch nochmal mitnehmen. Wenn es nicht abhauen würde. Sehr gut, dass wir ein geländegängiges Fahrzeug haben. Und so einigermaßen gerüstet sind. Ein Bär. Hier sind die Bären also. So. Ich lade lieber mal nach. Und wir brauchen neue Munition. Ich hoffe, hier sind nicht noch mehr Bären unterwegs. Sonst haben wir bei Zeiten ein Problem. Die töten nämlich einen auch, wenn sie Lust drauf haben. Da kennen die nix. So. Irgendein Tier. Ach so, den Baum können wir mitnehmen, genau. Wildfleisch. Mehr geht nicht. Gut, dann laden wir das dort drauf. Gucken mal, wo wir hin müssen. Da lang. Ich weiß, der war jetzt einladen, dass wir den auch noch, aber wir müssen eh erstmal Munition kaufen. Ah, da kommen wir dort lang. Okay, ne, dann müssen wir definitiv hier entlang. Ja, haben wir unseren Bären oder einen Bären auf jeden Fall mal gefunden. Paar mehr brauchen wir wohl noch. Ich müsste vielleicht mal gucken, was wir im Baumarkt für Bretter kriegen würden, wenn wir da Bretter verkaufen. Dass es sich einigermaßen lohnt. Müssten wir mal ausprobieren. Sägen wir mal ein paar und bringen die dann dorthin. So. Guten Abend. Wir verkaufen. Alles verkaufen. 195 kriegen wir dafür. Holen wir dafür nochmal einen Huhn. Schweinestall, bräuchten wir erstmal einen Schweinestall. Ein Huhn könnten wir noch dazu tun, ne? Nehmen wir noch einen Huhn mit. Und wo bist denn du? Da. Huhn! Auf geht's nach Hause. Wird eh schon dunkel. Oder ist schon dunkel. Zappenduster.
Macht ja keinen Sinn, dass wir bis spät in die Nacht spielen. Deswegen. Ja, dann müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht als nächstes einen Schweinestall aufbauen können. Muss mal gucken, was der kostet. Mal das Geld für schon haben. Dass wir den Bauplan da zumindest schon mal, und dann müssen wir das Material halt noch besorgen. Aber dann könnten wir mit der Schweinetierhaltung anfangen. Das wäre doch auch schon mal was wert. So, die stellen wir gerade mal runter. Wie gesagt, da will ich morgen mal ausprobieren, wenn wir da Holz verkaufen. Ein Ei. Und das nächste Ei. So, jetzt packen wir noch das dritte Huhn da rein. Gehst du freiwillig? Sehr schön. Klappe zu. Hühner drin, Klappe dicht. Passt. 6,4 von 7, 4 von 7. Und das finde ich schön, dass man jetzt sehen kann, wie voll die noch sind. Das hat mir in der anderen Version da so gefehlt, dass man das sieht. So, jetzt gehen wir pennen. Licht aus und gute Nacht. So, neuer Tag, neues Glück. Es scheint immer noch zu regnen. Ja, regnet noch. Wie gesagt, jetzt würde ich gerne mal eine Ladung Bretter sägen. Erstmal lassen wir die Hühner raus. Habt ihr hier irgendwo hingemacht? Sieht gut aus. Holen wir mal ein paar Baumstämme. Hoppala. Ach so, und wegen dem Schweinestall wollte ich ja gucken, ne? Gucken wir gerade erstmal. Schweinestall. Fertighaus. Ställe sind hier. So. Teurer Stall für 30 Hennen. Kleiner Stall, mittlerer. 8 Hennen, 5 Hennen, 20 Hennen. Brauchen wir eine Scheune für die Schweine? Benötigte Ressourcen 19 Holzplanken. Die vordere Sektion der Scheune, Rücksektion, Mittelsektion. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, wo wir die Geschichte hinpacken, oder? Hier wäre ja ein ganz guter Platz. Oder wir machen sie hier wieder hin. Hier stand sie, glaube ich, vorher, ne? Irgendwie so. Aber ich würde sie dann, glaube ich, eher hier hinpacken. Haupttor der Scheune. Frontsektionen, genau. Dann brauchen wir eine Mittelsektion, mindestens eine. Können auch nur eine, ne, zwei. Und dann machen wir hier die hintere Sektion. So. Ja, jetzt brauchen wir Holz. Jetzt holen wir erstmal die Säge. Die steht jetzt da hinten nämlich völlig falsch. Achso, ich bin noch in dem Modus. Können wir auch gerade hinlaufen. Die brauchen wir jetzt nicht mehr hier. Die brauchen wir jetzt bei der Scheune. Und wie ich sehe, ist die Zeit auch um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.